Kommt her. Den zweiten nehmen wir mit der Axt. Komm, komm. Na, was machst du? Guck, guck. Hier bin ich, du Sackmann. Ach übrigens, für die Leute von euch, die es interessiert, was meine Eterna-Axt angeht. Boah, 9000 Erfahrung brauche ich mittlerweile. Oh, da sind ja noch mehr. Oh, Jesus. Es ist ja so, im Questlog stand, dass uns freigestellt wird, ob wir die Axt behalten und den Fluch fortführen. Oder ob wir die Axt wieder zurückbringen in die Mine. Und normalerweise habe ich durch die... Oh. Durch die Kommentare erfahren, dass das Zurückbringen nichts bringt. Huch. Schockschild. Dammit. Das Zurückbringen bringt... Also man kann es zwar tun, aber ansonsten hat man nichts davon. Und es gibt einen Mod. Hoppala, nein, das wollte ich auf die 1 legen. Es gibt einen Mod, der dafür sorgt, dass man da einen Erfahrungsboost oder sowas bekommt. Also für diejenigen von euch, die auch sich die Axt geholt haben und mit dem Gedanken spielen, die zurückzubringen, würde ich euch empfehlen, den Mod, den passenden Mod dazu runterzuladen und dafür zu sorgen, dass ihr auch eine Belohnung dafür bekommt. Eine mehr oder weniger große, ich weiß jetzt nicht genau, was man dafür bekommt, aber man bekommt etwas. Krankheit widerstehen 20%. Nice. Kann man sicher gut verkaufen. Was haben wir da? Entzünden Rang 2. Oh, buh, Rang 2 Zauber. Was soll ich mit dem Müll? Damit hätten wir auf jeden Fall die Kanalisation endgültig durchgezogen. Und jetzt als nächstes will ich eigentlich sofort, ohne weitere Umschweife, ohne irgendwo anders hinzugehen, zu Akorias zurück zum Sanktum. Hier haben wir eine Teleportrune gefunden, also wisst ihr was, meine Freunde? Wir machen uns einfach hier kurz die Abkürzung zum Sanktum. Because why not? Erstmal noch gequicksaved, falls mein Game wieder abstürzt, wie damals mal. Ich werde das nie vergessen. So, wie viel Uhr haben wir denn? 19.40 Uhr, das heißt, ich nehme eine Stunde und 20 Minuten auf. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, fein. Ich muss es einfach jedes Mal tun. So ein toller Esel. Selten mit ihm durch die Gegend gestriffen, aber so ein toller Esel. Telleresel. Ein Telleresel, was ist das denn? Der Magie zu... Ich hätte gerne einen Telleresel. Das erinnert mich irgendwie gerade an die Türkei, da essen die Kamelfleisch. Ich... frag nicht! Frag nicht! Nehmt es einfach hin, dass ich an solche Dinge manchmal denken muss. Schöne Musik nebenbei übrigens. Danke Freezy nochmal an dieser Stelle. Ja, es ist legitim, mich nochmal zu bedanken, weil mein letztes Bedanken war zwar diese Aufnahme, aber ist schon über eine Stunde her. Das heißt, ihr habt es garantiert in einer anderen Folge mitbekommen. So, Berserker-Kram direkt mal ablegen. Das Ding wiegt 40 Steine. Jetzt bin ich wieder schön leicht. Und dann wollen wir natürlich... Moment. Ja genau, das ist hier der ganze andere Kram. Den ganzen Kram ablegen gehen. Wiegt zwar allgemein nicht so mega viel und das Fleisch wiegt gar nichts, aber... Feine Spinnenseide nehme ich nochmal kurz wieder mit. Aber das sammelt sich ganz schön an auf die Dauer. So, meine Freunde... Zeit für Akorius. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Moment kurz, ich werde gerade angerufen. Wer wagt es? So, da bin ich wieder. Entschuldige. Das war eine Mischung aus Entschuldigung und ich möchte mich vielmals entschuldigen und... Einfach aus allem. Ich war gerade verwirrt, was ich sagen soll. Ja, das wäre geklärt. Jetzt geht es aber hier weiter. So, Akorias, es wird Zeit. Ich war in der Stadt, habe mich um alles gekümmert. Voila, da bin ich wieder. Ihr habt Remans Gedächtnis gelöscht und den Brief bei euch. Zum zweiten Mal enttäuscht ihr mich nicht. Weitere Begabte gibt es zurzeit leider nicht. Jedoch benötigt Melvin helfende Hände. Wir haben Probleme mit einem der Sanktümer. Geht zu ihm. Ihr findet ihn im Haus der Magier. Okay, Haus der Magier.
Wherever that is. Okay, da dieser einen Helfer benötige. Gut. Melvin, ja. Im Haus der Magier, also das ist ja das Templerhaus. Ich glaube, das Haus der Magier war gerade einfach auf der anderen Seite. Hallo, Templer des Sanktums. Schöner Name, den musst dir deine Nummer gegeben haben. What? Deine Mutter. Haus des Magierrats, ich glaube, das war nicht damit gemeint. Aber rechts ist Haus des Schattenrats, also Haus nur der Magier? Ach, da ist er, sehr gut. Endlich. Seid ihr fertig? Jawohl. Wir müssen sofort aufbrechen. Merzel meinte, dass ihr mitkommen sollt, quasi wegen eurer Ausbildung. Aber ob das eine so gute Idee ist? Versteht mich nicht falsch. Das ist nichts Persönliches. Es ist nur so, dass weder ich noch Merzel noch irgendjemand anders eine Ahnung hat, was da passiert ist. Es könnte was Harmloses sein, aber genauso gut auch etwas anderes. Was ist überhaupt geschehen? Ihr wisst doch nichts? Dann mache ich es schnell. Dieses Sanktum hier ist nicht das einzige im Tal. An der westlichen Seite liegt noch eins, kleiner als das hier und unbewohnt. Quasi ein Außenposten. Das Problem ist nun, dass die arkane Verbindung zu diesem Sanktum vor kurzem abgebrochen ist. Es arbeitet einfach nicht mehr. Und damit ist die Stabilität des Magiefeldes ernsthaft in Gefahr. Beide Sanktümer müssen zusammenwirken, um es aufrechtzuerhalten. Dass das auch gerade jetzt passieren muss. Vor 10 Jahren wäre es ja kein Problem gewesen. Damals wussten wir schon, dass es Risse im Weltgefüge gibt, die sich vergrößern konnten. Um zu verhindern, dass ganz Nerim dadurch in einen magischen Seuchenherd verwandelt wird, wurden die Sanktümer errichtet. Nun sind die Risse vor einiger Zeit aufgebrochen, im Südreich. Unser Magiefeld konnte das Schlimmste verhindern. Und deshalb ist nur ein verhältnismäßig kleines Gebiet, nun sagen wir, kontaminiert. Magisch verseucht. Schon wieder? Ohne unsere Sanktümer besteht die Gefahr, dass dies quasi in ganz Nerim geschieht, wenn ihr versteht. Wir müssen also auf der Stelle los. Jede Minute, die ungenutzt verrinnt, könnte fatale Folgen haben. Wir gehen zum Sanktum, bringen es irgendwie wieder in Gang und kehren dann hierher zurück. Aber ich warne euch. Dies ist eine Reise ins Ungewisse. Hoffen wir, dass uns keine unangenehme Überraschung erwartet. Und überschätzt eure Fertigkeiten nicht. Magie kann man nicht so einfach meistern wie, nun ja, etwas anderes eben. Unser Ziel liegt nahe der Burg Steinfeld, also westlich von hier. Ich kenne den Weg sehr gut. Ihr müsst mir quasi nur folgen. Auf geht's. Boah, sollen wir jetzt ernsthaft bis nach Steinfeld zu Fuß laufen? Das wird dauern. Das Sanktum. Nun wisst ihr, dieses Sanktum ist der Sitz des Ordens, also quasi unser Hauptquartier. Es gibt keinen besseren Ort, um sich der Magie hinzugeben. Schließlich werden die arkanen Kräfte genau hier gebündelt. Gut, nichts Neues. Vielleicht was Neues zum Orden? Der Orden kämpft für eine gerechte Sache. Es geht um die Freiheit der Menschen und ihr Recht auf Selbstbestimmung. Unser Hauptsitz ist hier im Sanktum. Aber wir haben auch Anhänger im Nordreich und im Süden. Sie halten alle Ausschau nach Begabten, um sie in der Magie auszubilden. So war es auch bei euch. Der Orden hat euch entdeckt und nun seid ihr hier. Na gut, super. Nichts wirklich Neues. Dann geh mal vor. Was war das? Huch! Bejesus! Teleportation! Nice! Ich habe schon gedacht, es wäre eine Teleportation, aber irgendwie hat mir das nach dem Wirken ein bisschen zu lange gedauert. Oh, mein Schädel! Ah, müssen wir das bei Nacht machen? Gut. Boah, zu der Musik, yeah! Bei Nacht unterwegs. Finde ich aber gut, dass die von einem nicht abverlangen, dass man nochmal den ganzen Weg tatsächlich läuft, weil er gesagt hat, wir müssen einfach nur von dort aus da lang gehen. Ernsthaft? Der Track ist ein bisschen orientalisch angehaucht. Finde ich aber in Ordnung. Ach, hatten wir nicht hier irgendwo noch einen Kopfgeldauftrag in der Nähe, in der Köhlerei? Und wir hatten noch einen anderen Auftrag, keine Sorge, ich habe den nicht vergessen. In der Nähe von Sildren, die Ruine, machen wir auch noch.
Notfalls oder schlimmstenfalls werden wir overlevelt sein, aber mir geht es auch vor allem um das Erleben der Quest und nicht nur um das Hintern aufreißen bei schwierigen Quests. Na, wo geht es hin, mein Freund? Tut das gut, mit Gras auf maximaler Sichtweite zu zocken. Ha! Monstermaschine! Auch wenn ich schon wieder am Umschauen bin nach Mods und nach Ini-Fixes in der Ini-Datei von Oblivion bzw. Nerim, um die Leistung ein bisschen zu erhöhen. Wo bist du? Du stehst im Baum. Ich habe dich kurzzeitig nicht gesehen, weil ich abgelenkt war. Oh, was haben wir denn da? Ich war davon abgelenkt, diese Pflanze da zu looten. So, was ist wichtig? Oh, so viele Pilze, so schön. Oh, was haben wir da? Ist das Kontamination? Oh nein. Seht ihr das? Ja. Diese Spuren. Das heißt, der schlimmste Fall ist eingetreten. Jetzt wird es wirklich gefährlich. Wie, was meint ihr? Der Magiefluss des Sanktums muss sich aus irgendeinem Grund angestaut haben. Das hat eine Art Überladung geschaffen, der dann wiederum etwas sehr, sehr Ungemütliches entsprungen ist. Wir nennen sie Arkangolems. Jetzt hört mir genau zu. Diese Wesen sind Geschöpfe der Magie. Zwar kann man sie mit gewöhnlichen Waffen und Zaubern ein wenig reizen, aber mehr auch nicht. Will man sie unschädlich machen, muss man das auf eine ganz bestimmte Art und Weise tun. Nehmt diesen Dolch hier. Er ist mit einem besonderen Zauber belegt, so ziemlich der einzige, auf den diese Golems wirklich reagieren. Ihr müsst sie zuerst mit normalen Waffen und Zaubern so weit schwächen, dass sie in eine Art Regenerationsphase eintreten, die einige Sekunden dauert. Ihr erkennt es daran, dass sie sich grau verfärben und euch nicht mehr angreifen. Wenn es soweit ist, dann attackiert sie mit der verzauberten Waffe. Ihre Magie verhindert, dass die Golems sich wieder vollständig regenerieren können. Wenn man sie nun noch genügend schwächt, kann man ihre Magieverbindungen mit einem Zauber zerreißen. Ich bringe euch diesen Zauber bei. Es ist mehr oder weniger eine starke Konzentration von Luft, quasi ein besonders kräftiger Windstoß. Er wird die Golems in ihre Einzelteile zerlegen. Sie können sich dann nicht mehr zusammensetzen und scheiden irgendwann wieder aus unserer Welt. Auf jeden Fall aber sind sie dann keine Gefahr mehr für uns. Also, fügt den Golems Schaden zu, bis sie bewegungslos verharren. Anschließend trefft ihr sie mit dem verzauberten Dolch, damit sie geschwächt genug sind, um vom Luftstoß zerrissen werden zu können. Es muss in genau dieser Reihenfolge ablaufen und nicht anders. Ich werde es euch natürlich gleich tun, aber ich vermute, dass ihr flinker seid als ich. Und gebt auf euch Acht, mit diesen Biestern ist nicht gut Kirschen essen. Will auch nicht Kirschen essen mit denen. Warum sollte ich flinker sein als er? Ach, ein Arkangolem. War das nicht irgendwelche verfärbten Steine einfach nur? Okay, dann wollen wir mal. Aber warum sollte ich flinker sein als er, wenn ich in der Ausbildung bin und er ist der Magier-Pro? Dort ist der Erste! Greift ihn an! Greif du ihn doch an! Oh Gott! Hör auf, mir vor die Linse zu rennen, Mann! Los, benutzt den Dolch! Ja, immer mit der Ruhe hier. Sehr gut! Steig ruhig auf ihn ein! Und wie lange? Ach so, jetzt wieder normal! Ach so, jetzt den Zauber sprechen, okay. Bestimmt ist da irgendein Zauber zum Schießen hier. Da, wo du Auge. Ah, jetzt muss ich den erstmal finden. Stoß, hier. Bleib stehen, Golem! Ah, sehr gut. Haben die auch irgendwas für mich? Nein, okay. Mann! Oh, wie sie ständig an mir vorbeilaufen. Hä? Zuhauen! Ah, ist der jetzt grau? Ich glaub, er steht Stillstand oben. Okay. So. Sehr gut.
Er ist verwundbar. Okay, jetzt das. Okay, jetzt hat er diese komische andere Farbe und jetzt kann ich ihn, glaube ich, einfach mit Stoß, oder? Los, benutzt den Dolch! Er steht still, okay. Er ist geschwächt. Ah, okay. Sehr gut. Schlag weiter auf ihn ein. Er ist verwundbar. Nimm Ace bei Ace verwundbar, muss ich den Dolch benutzen, ne? Ace geschwächt jetzt. Ja, genau. So, sehr gut. Exzellent. Ihr habt euch wacker geschlagen. Danke. Jetzt sollten wir einen Blick ins Innere werfen. Das ging ja schnell. So, aber ich bevorzuge doch lieber das hier. In Kombination mit einem wunderschönen Feuerzauber. Im Inneren sagst du... Da muss es ja viel besser aussehen. Gucke noch... Oh, was haben wir da? Was erspähen meine Augen in der Ferne? Ist das eine Pflanze, die meine Traglast erhöht? Yo! Gleich mal natürlich noch essen. Exakt 500 Steine können wir tragen. Nice. Steine oder Käsewürfel wahlweise. Ich komme ja schon. Gott, wehe, ich versage jetzt wieder bei der Quest, weil er einfach vorgerannt ist. Das wäre ein bisschen blöd. Na, da haben wir ja den Schlamassel. Huch. Gott, war das laut. Ich werde die Überladung lösen müssen, damit der Energiestrom wieder fließen kann. Es ist an sich kein Problem, nur wird es weitere Golems auf den Plan rufen. Ihr werdet sie beschäftigen müssen, während ich das Sanktum entlade und alles wieder in die richtige Bahn lenke. Je schneller ich fertig bin, desto weniger Probleme werdet ihr haben. Ich beschwöre euch eine magische Kreatur, die euch im Kampf unterstützen wird. Danke. Dann bitte. Seid bereit. Ja, bin bereit. Einfach noch mehr Golems jetzt, oder was? Schön. Muss ich jetzt zu dir... Ah, okay. Nimm das, Golem. Komm her. Wann wirst du denn grau, mein Freund? Ah, jetzt ist er grau geworden. Diesmal habe ich leider links oben keine Meldung bekommen, aber okay. Jetzt das hier. Moment, dann wollen wir schon mal den Stoß hier ansetzen. Also wenn er wieder anfängt jetzt zu glänzen, muss ich den Stoß einsetzen, ja? Sprecht jetzt den Zauber, okay. Ach so, jetzt schon, okay. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, zu welchem Zeitpunkt ich was hier einsetzen soll. Nimm das, Golem. Nimm das, Golem. Einfach immer weiter auf ihn einschlagen. Ich glaube, der macht... Wir machen nämlich denen sowieso so gut wie keinen Schaden. Boom. Und da wir sowieso keinen Schaden machen, vielleicht müssen wir auch nur eine bestimmte Anzahl an normalen Hits landen oder so. Komm her! Waffenspam! Waffenspam! Nehmen Sie dies, Herr Golem! Oh, er ist grau! Erstmal muss ich noch den Schlag zu Ende ausführen. Und dann damit hier, Golem-Dolch! Ich mach ja schon! Na, geht noch nicht, okay. Sprecht jetzt den Zauber! Ich weiß zwar immer noch nicht, wovon es abhängt. Ah! Hast du es geschafft, mein Freund? Es leuchtet wieder so schön. Ich glaube, das war's. Ja, er kommt, glaube ich, zu mir, um mit mir zu reden, oder? Tust du das? Das wäre geschafft. Eine reife Leistung von euch, das muss ich schon sagen. Nun denn, wir kehren am besten per Zauber ins Sanktum zurück. Ich habe jedenfalls keine Lust zu laufen. Sehr gut. Danke.
Ach, du hast mir eine Teleportrune gegeben und jetzt soll ich mich wiederum selbst teleportieren, ja? Du fauler Sackmann! Du teleportierst mich mit hierher? Also hat er einen Zauber, mit dem er uns beide teleportieren kann? Aber kaum drückt er mir eine Teleportrune in die Hand, muss ich es wieder selbst machen. Ich glaub's ja nicht. Gut, also das war ganz schön easygoing und schön viele Erfahrungspunkte. Und wir haben das Sanktum wieder repariert. Sehr, sehr gut. Also haben wir Schlimmeres verhindert quasi. So, nochmal. Vielleicht mal einen kurzen richtigen Save wieder ansetzen, das wäre nicht schlecht. Und auf und davon! Da sind wir wieder. Jö! Das ist langsam ein Klassiker hier. Achso, mit wem soll ich sprechen? Einfach mit ihm? Ich nehme an schon. Laufen wir einfach zu ihm als erstes hin und dann werden wir wissen, ob er die richtige Ansprechperson ist. Vielleicht ist es auch Arkorias, weil er uns ursprünglich... Ah ja, da ist er wieder. So, hi. Das war's, mein Freund. Da wären wir. Ihr solltet Merzul aufsuchen und ihm von unserem Erfolg berichten. Das habt ihr euch verdient. Er ist wahrscheinlich in seinem Turmzimmer. Da kommt man aber nur über eine Teleporterplatte hin. Deren Magie müsst ihr euch nun eigentlich passieren lassen. Probiert es einfach aus, es kann ja nicht schiefgehen. Okay. Ins entvölkerte Land heißt die neue Quest, die wir gerade eben links oben bekommen haben. Okay, also... Ich würde mal schätzen, dass unser nächstes Ziel dann Kabaed wäre, weil im Norden ist ja die Wüste, im Norden war das Eisland. Weil dann kommen wir doch zuerst in den Süden, weil bei entvölkerte Land denke ich irgendwie automatisch immer im Kopf, habe ich das Bild einer Wüste. Und deswegen denke ich, okay, also Wüste, also geht's in den Süden. Aber irgendwie dachte ich, wir würden zuerst in den Norden gehen, weil storymäßig waren wir als letztes in Erotin. Und dann würde ich mal denken, dass es kartenmäßig linear weitergeht nach Norden. Ach, dammit. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht ist auch das entvölkerte Land der Norden. Kann ja auch sein. Nicht nur die knallharte, heiße Wüste, sondern ebenso der knallharte, eisige Norden. So, hier war er, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich weiß nicht, ob er wirklich hier war, aber ich weiß, dass hier die Teleporterplatte war, die ich vorher nicht nehmen durfte. Das sieht nicht gesund aus. Das sieht nach einer sehr hohen nach einer hohen Magiekonzentration an. Ich frage mich, ob wenn wir da reinspringen, plötzlich so wie Obelix werden und dann, ja, yeah, so wie in Zaubertrank gefallen und wow, so stark sind wir plötzlich, was ist da los? Hallo Merzul, bevor ich dich anspreche, so viele Leute haben mir immer wieder gesagt, Stone, setz mal dein Voodoo-Auge-Zauber ein. Um zu gucken, was für eine Stufe er ist. Stufe 80! Und angeblich sollte ich an dieser Stelle dann voll überrascht tun, aber ich habe jetzt irgendwie so Stufe 500 angenommen oder sowas. Also Stufe 80 ist eigentlich noch akzeptabel. So, jetzt aber. Damit sei das auch erledigt an all die Neugierigen von euch oder die wollten, dass ich mich jetzt voll überrasche. Wow, oh mein Gott. Übertreibt mal nicht, meine Freunde. Merzul? Willkommen. Wie mir berichtet wurde, habt ihr Melvin gut zur Seite gestanden. Ihr seid begabt, das habe ich gleich gesehen. Und ich bin mir sicher, dass eure Fähigkeiten schnell wachsen werden. Übrigens kommt ihr gerade recht. Wisst ihr noch, was ich euch von Narazul Arantheal, unserem Ordensführer, berichtet habe? Ich habe endlich eine Möglichkeit gefunden, mit ihm in Kontakt zu treten, ohne dass wir dafür wissen müssen, wo er gefangen gehalten wird. Die falschen Göttlichen besaßen einst magische Silberplatten. Diese ermöglichten es ihnen, stets miteinander in Kontakt zu bleiben, auch über große Entfernungen hinweg. Und wir können die Platten dazu benutzen, Arantheals Aufenthaltsort herauszufinden. Altmodisches Telefon. Die Sache hat nur einen Haken. Wir besitzen keine Silberplatte. Und insgesamt wurden nur 7 von ihnen gefertigt. Eine für jeden der Göttlichen. Wir wissen, dass sich in jeder der 7 Hauptstädte des ehemaligen Reiches eine solche Platte befindet. Demnach liegt die einzige von ganz Nerim in Erotin, in des Kanzlers Thronsaal, um genau zu sein.
Aber mitten in Baratheons Thronsaal zu laufen, um sich dort mit dessen Erzfeind zu unterhalten, wäre mehr als nur tollkühn. Es sei denn, ihr wünscht euch einen schnellen Tod. Was machen wir stattdessen? Habt ihr schon einmal etwas von der Stadt Stormwind gehört? Sie war die Hauptstadt von Thermatral, das später auch Arkwend genannt wurde. Ein weiteres Reich der Götter. Doch vor ungefähr 80 Jahren erschütterte ein gewaltiges Beben den Kontinent. Natürlich keines von natürlichem Ursprung. Wir vermuten, dass es durch die gleiche arkane Instabilität ausgelöst wurde, die wir auch hier in Nerim finden und die unter anderem für den Energiestau im anderen Sanktum verantwortlich war. Große Teile Arkwends versanken bei dem Beben im Ozean und von der Hauptstadt Stormwend blieb nichts als eine Ruine. Die wenigen Überlebenden verließen Stormwend danach, das ganze Land wurde entvölkert. Dennoch müsste sich die Silberplatte immer noch dort befinden, im Turm der Götter, in den Ruinen Stormwends. Diese Silberplatte ist für uns am ehesten erreichbar. Ich bin mir nicht sicher, ob man sie bergen und mitnehmen kann, aber zumindest könnten wir Arantial kontaktieren und ihn fragen, wo er festgehalten wird. Ihr und Kim werdet dorthin gehen und dies erledigen. Dass ihr bei den Arkan-Golems Erfolg hattet, zeigt mir, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Und wie kommen wir nach Stormwend? Das wird auch nicht einfach werden. Aber nichts ist jemals einfach. Von Erutin aus fahren jedenfalls keine Schiffe nach Stormwend. Das Nordreich besitzt keine ausreichend großen Häfen und im Südreich brauchen wir es erst gar nicht zu probieren. Ich habe allerdings von einigen, nun ja, Seefahrern aus Wellenfels gehört. Sie fahren mit ihrem Schiff öfters Arkwend an, nehmen dort alles mit, was ihnen nützlich oder wertvoll erscheint und verkaufen es in Nerim. Nun gut, es sind Plünderer. Aber gegen eine entsprechende Entlohnung nehmen sie euch und Kim sicherlich mit. Wellenfels liegt an der Ostküste. Diese Gegend ist wesentlich gefährlicher als die hiesigen Gefilde, also gebt um Himmels Willen Acht. Hinter dem Sanktum gibt es einen Pass durch das Gebirge. Das ist der schnellste Weg. Kim ist bereits über alles unterrichtet und wartet unten auf euch. Durchquert zusammen den Pass und schlagt euch anschließend nach Wellenfels durch. Versucht, die Plünderer dazu zu bringen, euch nach Stormwind zu schaffen. Danach sucht die Silberplatte in den Ruinen des Turms. Wenn ihr sie gefunden habt, nehmt mit ihrer Hilfe Kontakt zu Arantheal auf. Wenn er uns sagen kann, wo sie ihn gefangen halten, wäre uns viel geholfen. Viel Glück euch beiden. Boah, vielen Dank. Jetzt geht's ja richtig zur Sache hier. Sogar zu Narazul Arantheal Kontakt aufnehmen. Der eine sehr, sehr wichtige Person für den Orden ist. Da wundert es mich, dass Merzul nicht gleich mitkommt, um sicherzustellen, dass auch alles schön klappt. Das ist ja alles schon dunkel unterlegt. Falls ihr euch daran erinnern könnt, haben wir das mal in der Folge Märchenstunde mit Merzul schon mal durchgesprochen. Da blende ich mal kurz einen Link ein. Pop! Da könnt ihr draufklicken und wenn ihr Lust habt, könnt ihr die genauen Details zu den Themen hier euch nochmal anhören, falls ihr das mittlerweile wieder vergessen habt. So, sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mit Kim los und machen uns auf den Weg. Ja, mal die Quest noch aktuell und aktiv, sehr gut. Und machen uns dann auf den Weg nach Wellenfels, um diese Silberplatte, dieses altmodische Telefon, daran zu kommen. Aber das machen wir erst das nächste Mal, denn ich muss leider schon wieder die Aufnahme abbrechen, aufhören lassen, Dingens, weil meine Zeit ist eng bemessen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis gleich!